Eine Mindmap wird ja normalerweise auf Papier gemacht, aber die Online-Version hat durchaus seine Vorteile. So kann man beispielsweise die Mindmap gemeinsam mit anderen erstellen, auch wenn man an verschiedenen Orten arbeitet, also unter anderem auch auf verschiedenen Kontinenten. Außerdem lässt sich eine Online-Mindmap oder eine elektronische oder digitale Mindmap jederzeit völlig umstrukturieren, während auf Papier halt das dann ein bisschen schwieriger ist und schnell unübersichtlicher wird. Und zu guter Letzt lässt sich eine Mindmap, die online erstellt wird, natürlich auch im Internet veröffentlichen und somit einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. MindMeister finde ich eine sehr brauchbare Lösung. Es ist sehr einfach und doch hübsch und schick und deshalb arbeite ich gerne damit. Vielleicht hast du schon einen Account, sonst müsstest du hier auf Gratis anmelden klicken. Achte darauf, es ist nur sehr klein gedruckt, dass eben der Gratis-Bereich so unten links irgendwo ist. Und sonst klickst du auf Einloggen mit deiner E-Mail-Adresse und Passwort, beziehungsweise wenn du einen Facebook- oder Google-Account nutzen möchtest, ist das natürlich gerade so praktisch. Natürlich musst du im Browser bei Google angemeldet sein oder bei Facebook und so bist du automatisch schon drin. Du hast drei Mindmaps zur Verfügung bei der Gratis-Version. Andernfalls müsstest du dann eben eine monatliche Gebühr entrichten. Hier siehst du die Verwaltungsoberfläche, du hast hier die verschiedenen Maps, die da aufgelistet werden, du hast verschiedene weitere Möglichkeiten, wenn du mit sehr vielen arbeitest, diese in Ordner zu strukturieren und unter Umständen sind einzelne auch schon im Papierkorb gelandet. Hier oben ist die Werkzeugleiste, da kannst du ausgewählte Mindmaps löschen oder mit anderen teilen, in Ordner versorgen oder eben auch eine neue erstellen. Ich beginne nicht mit einer Vorlage, das kann praktisch sein, in diesem Fall beginne ich mit einer neuen leeren Mindmap. Zunächst mal gilt es, den Titel zu ändern. Das Thema quasi nehmen wir an für das Schulhausfest und dann kannst du sogleich neue Punkte hinzufügen, beispielsweise über dieses Plus-Symbol. Wenn du einen Doppelklick darunter machst, so wird automatisch eine neue Idee hinzugefügt. Praktisch sind auch die Kurzbefehle. Ein Klick mit der Enter-Taste ergibt eine neue Idee. Und wenn du in einer Idee drin bist und die Tabulator- oder die Tab-Stop-Taste drückst, so gibt es eine untergeordnete Idee, wird auch Kind-Idee oder Kind-Zweig genannt. Erneut die Enter-Taste und es gibt ein Geschwisterast zu Poker in diesem Fall. Eine Idee kann mit der gedrückten Maustaste auch einem anderen Zweig zugeordnet werden. Du musst nur den Rand berühren und schon ist diese Idee verschoben. Wenn du sie zum Hauptast ziehst, so wird es zu einem Hauptzweig. Selbstverständlich kannst du mit gedrückter Maustaste die Ideen anders anordnen, die Reihenfolge ändern und du kannst die verschiedenen Äste dann auch anders formatieren, beispielsweise mit Symbolen versehen für gute oder schlechte Ideen. Du kannst Hintergrundfarbe, Schriftgröße und so weiter anpassen. Du kannst die Hintergrundfarbe allenfalls ändern, die Schriftfarbe. Und wenn
dir irgendetwas misslungen ist, so kannst du selbstverständlich über diesen Pfeil zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückkehren. Praktisch sind auch die weiteren Informationen, die du hinzufügen kannst. Nehmen wir an, man muss noch an etwas Spezielles denken, an Materialien beispielsweise, so kannst du eine Notiz hinzufügen und man sieht an diesem Symbol, dass da eine Notiz dabei ist. Genauso kannst du Links hinzufügen und automatisch wird man da zur entsprechenden Seite verwiesen. Das ist natürlich jetzt eine Fantasieadresse. Du könntest auch Anhänge, also irgendwelche Dateien, Bilder oder PDFs oder so hochladen, die da automatisch mit einem Zweig verknüpft werden. Und es ist auch gut möglich, dass man Aufgaben damit verknüpft und die in der Priorität festlegt, wie wichtig das etwas ist, wie dringend. Und das kann man sich dann als Liste anzeigen lassen. Du siehst, du hast also sehr gute Möglichkeiten. Irgendwann wird diese Mindmap extrem voll und du musst mit der Zoom-Einstellung auf gewisse Bereiche hinzuzoomen und dort dann präziser weiterarbeiten. Sehr praktisch finde ich übrigens auch, vor allem wenn mehrere Leute zusammenarbeiten und möglicherweise Fehler passieren, diese Zeitleiste. Du kannst hier zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückkehren und beobachten, wie sich da diese Mindmap gefühlt hat. Und das kannst du dir natürlich auch als Film abspielen. Das ist sehr praktisch, wenn man den Verlauf des Prozesses nochmals nachvollziehen will. Und selbstverständlich, wenn jemand etwas sabotiert hat, kann man die Map zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder zurücksetzen. Diese Zeitleiste, die schließen wir jetzt aber wieder mit einem Klick auf dieses Uhrsymbol. Kommen wir noch zu den Verwaltungsaufgaben. Im Moment haben wir alleine an dieser Mindmap gearbeitet, aber selbstverständlich kannst du weitere Personen dazu einladen, per Mail, allenfalls auch über Google Plus oder Facebook. Einladen macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn die Leute auch mitarbeiten können, wenn sie also editierbar ist. Du kannst sie aber ihnen auch nur zur Ansicht schicken. Gleichzeitig kannst du ihnen eine kurze Nachricht hinterlassen mit einem Auftrag. Im Moment siehst du, ist niemand da bei mitzuarbeiten. Hier wird nachher die Liste eingeblendet. Ich breche aber ab. Als nächstes kannst du natürlich diese Mindmap auch veröffentlichen. Hier hast du verschiedene Einstellungen, ob eben auch andere Leute sie nicht nur sehen, sondern auch bearbeiten dürfen. Also wäre wie ein Wiki, wo jedermann dabei mitarbeiten kann. Natürlich macht es Sinn, wenn du hier die Sprache noch änderst. Jetzt, wo sie freigegeben ist, bekommst du einen Link, den du veröffentlichen kannst, beziehungsweise über Einbinden kannst du einstellen, wie sie auf der Website erscheinen soll und kannst direkt diesen Code dann eben einbauen. Ebenso kannst du deine Mindmap auf Google Plus, Facebook oder Twitter ankündigen. Als nächstes noch, selbstverständlich kannst du die Mindmap präsentieren am Beamer. Du kannst sie drucken und vor allem eben auch exportieren in diversen Formaten, in verschiedenen Mindmap-Formaten, aber eben auch als Word- oder PowerPoint-Datei, PDF oder als Bild. Das ist doch sehr praktisch. Und ich breche jetzt wieder ab. Jederzeit, wenn wir zurückgehen, haben wir all unsere Mindmaps da im Überblick. Wirklich fantastisch finde ich eben die Möglichkeit, gleichzeitig an einer Map zu arbeiten. Das musst du unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr von verschiedenen Computern aus direkt in derselben Mindmap arbeitet.
da seht ihr, wer was im Moment gerade macht. Ja, und damit ist, denke ich, das Wichtigste gesagt. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit MindMeister.